Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir die Tür zum Drachenreich sozusagen freigelegt und nun müssen wir uns an ihre Aufgaben machen, ja, an ihre Rätsel machen. Rätsel des Drachen, Rätsel der Schlacht, schneide bis ins Mark und erschlag die 6 stärksten Feinde, wo die dünnen goldenen Ebenen unter den Monden übergehen. Rätsel des Krieges, plündert die Beute von unter dem kriegszerfurchten Land, das in 3 Teile zerrissen ist, wo das Holz berstet, das Hain öd liegt und Pilze fliegen. Das hört sich gut an. Rätsel des Mondes, pflückt im vom geordneten Krallen bewachten Klostergarten das, was nur im Licht des dunklen Mondes erblüht. Dazu kann ich schon mal sagen, das ist für mich die blödeste Aufgabe überhaupt, weil das kann man sich gegenseitig nämlich wegnehmen als Spieler. Und das finde ich immer Mist. Rätsel der Jagd. Verfolgt und jagt Beute in den sonnengeküssten Landen, aus denen Mitzbi und ihr Drache flohen. Rot in Zahn und Kralle sind eure Opfer. Rätsel des Spiels. Besiegt einen Gegner auf einem Schlachtfeld ohne Schmerz und Klinge und Tod für Prestige und die Liebe eines Patronen. Rätsel der Reichen. Sucht 2 Sätze verborgener Beute in den 3 großen Siedlungen von Schnittermark. Auch wenn eure Verbündeten die Antworten verraten, müsst ihr die Aufgaben erledigen. Eigentlich schade. Ich hätte jetzt gerne meine Verbündeten vorgeschickt. Dann wären wir hier ein bisschen schneller mit der Questreihe zu Ende. Ja, wie ich ja schon in der letzten Folge erwähnt hatte, in meinem Hauptaccount, also bei meinem Hauptchart dort, kann ich die Quest gar nicht, also diese Quest habe ich gemacht mit dem Drachen, aber ich kann die Questreihe von der Schriftlehre gar nicht abschließen, weil sie aktuell leider verbuggt ist. Wenn ihr auch das Problem habt, meldet es auf jeden Fall, indem ihr einmal U drückt am PC und dann hier oben auf Hilfe klickt und dann entsprechend natürlich auf Kundendienst und dann hier raussucht, wo ihr das Ganze anmelden wollt. Ja, wenn mehr als eine Person das Ganze meldet, würde das nämlich schon sehr, sehr helfen. Nalia, deinen Namen habe ich vergessen eben. Wie läuft die Sache mit dem Drachen? Müsst ihr wieder neue Rätsel lösen? In der Tat, ja. Was sagt euch das hier? Interessant! Nicht wirklich, was ich erwartet hätte. Das Rätsel der Jagd hier klingt, als möchte der Drache, dass ihr Tiere und Monster in Schnittermark erschlagt. Es ähnelt dem Rätsel der Schlacht, aber es ist spezifischer. Was denkt ihr über das Rätsel der Schlacht? Für das Rätsel der Schlacht müsst ihr nicht nur Monster erschlagen, sondern die stärksten Gegner in ganz Schnittermark. Denen solltet ihr vielleicht nicht allein gegenübertreten, aber das überlasse ich euch. Danke, Nalia. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, da wir das auf jeden Fall auch machen werden, dass die stärksten Tiere, oder die einfachsten, sage ich mal, die ihr besiegen könnt, Skorpione und wilde Tiere sind. Wir müssen da rum. Und da kenne ich einen ziemlich guten Spot für. Oh nein. Ihr werdet mich jetzt um Hilfe bitten, bei was auch immer ihr da in den Händen haltet, nicht wahr? Das ist doch nicht etwa ein Rätsel? Also ganz kurz, nur mit wilden Tieren meinte ich zum Beispiel Löwen, also so Raubtiere. Doch, das ist es. Ergibt irgendetwas davon Sinn für euch? Ach, lasst es mich sehen. Das Rätsel des Spiels. Ansehen und Zuneigung der Patrone? Klingt, als müsstet ihr jemanden in einer Partie Ruhmesgeschichten schlagen. Und bevor ihr fragt, dafür habe ich keine Zeit. Also nicht, dass ihr mich überhaupt besiegen könntet. Danke, Juliane. Ja, dieser Hinweis war ja mehr als eindeutig. Da mir das aber mit dem Ruhmesgeschichten zu lange dauert, gerade fürs Let's Play, machen wir das natürlich nicht. Die Herausforderungen des Drachen waren für Ulfsild besonders anstrengend. Ich hoffe, ihr verliert nicht zu viele Federn bei euren Gesprächen mit ihr. Der Drache meinte, ich darf, wenn nötig, um Hilfe bitten. Könnt ihr etwas mit diesen Rätseln anfangen? Interessant. Ich frage mich, warum sie Ulfsild nicht denselben Rat erteilte. Das Rätsel des Mondes. Ihr erinnert euch an das Dokrim-Kloster aus der Fabel? Dort blüht eine einzigartige Blume. Ich glaube, dass ihr die beschaffen sollt. Ja, sogar 4, soweit ich mich erinnern kann davon. Hab Dank, Krähe.
Wisst ihr, ich würde wirklich gern eine Möglichkeit finden, hier zu helfen. Alle haben ihre Aufträge und sagen mir nur, dass ich aus dem Weg gehen soll. Das kann ich sehr gut, aber ich würde gern mehr tun. Könnt ihr mir bei einem dieser Rätsel helfen? Prächtig. Dieses Rätsel des Krieges hier, das muss Cyrodiil sein. Ich würde es so deuten, dass ihr Schätze in der Hainödhöhle, der Berstholzhöhle und der Fliegenpilzgrube sucht. Ja, und diese Aufgabe ist ja auch ziemlich eindeutig. Da müsstet ihr jetzt theoretisch in Cyrodiil hin. Danke, Irnard. Und ich bin ganz ehrlich, ihr wisst mittlerweile, die schon länger zuschauen, ich bin kein PvP-Typ. Das heißt, ich werde den Teufel tun und nicht nach Cyrodiil gehen. Nalia ist in letzter Zeit deutlich offener geworden. Ich weiß nicht, ob das wegen der Rätsel, allgemein wegen der Arbeit in der Schola oder wegen euch ist. Woran auch immer es liegt, ich freue mich, dass sie glücklich ist. Was kann ich für euch tun? Könnt ihr mir bei einem dieser Rätsel helfen? Sehr gern. Das Rätsel der Reichen scheint mir recht geradlinig. Ihr sucht besondere Schätze in den großen Siedlungen von Schnittermark? Ihr habt Glück. Es gibt nur 3 große Siedlungen in der Mark. Knurkar, Arentia und Düne. Vielen Dank, Laren. Ja, da muss ich sagen, da habe ich natürlich bei dem anderen Schan einen wesentlichen Vorteil gehabt. Nämlich, dass ich da mit einem Klick die Schatztruhen öffnen konnte. Ich bin mal gespannt, wie das hier so ablaufen wird. Da habe ich es leider noch nicht so hoch gelevelt. Nehmen wir einmal das Portal nach Schnittermark. Wobei ihr natürlich auch theoretisch hinporten könnt. Und dann schauen wir mal. Ich sehe jetzt gerade mit meiner Einstellung die Wachen nicht. Was natürlich nicht so... Oh, da ist eine Wache. Da muss ich mich jetzt nicht unbedingt hinstellen, wenn die Wache mir zuschaut. Aber ich glaube, der dreht sich jetzt auch nicht um, oder? Er dreht sich doch um. Aber es war zu spät. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also wir haben auch gerade gemerkt, dass man sich gegenseitig die zum Glück nicht wegnehmen kann. Das wäre noch richtig, richtig mies gewesen. So, die große Frage ist jetzt hier unten, ist das Rätsel des Mondes. Da wollen wir noch nicht hin. Arentia, Rätsel der Reichen, genau. Dann, oder man kann hier unten... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo es besser ist. Ich reise erstmal nach hier oben und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen in Arentia. Ja, und auch hier habe ich die Quest jetzt noch nicht gemacht. Deswegen werden hier auch noch überall Gegner rumlaufen. Ah, jetzt hat er es angenommen. Wir müssten uns gleich links halten. Ich warte jetzt mal eben einen kleinen Moment. Oder soll ich dich angreifen? Ich bin mir nicht sicher. Du läufst hier gerade so rum. Ist der uns nicht eben schon mal entgegengekommen hier? Das sind immer die gleichen Leute. Hier sind 2 Leute drin. Ich nehme das Buch mal eben auf die Schnelle mit. Ja, genau. Stell dich jetzt genau in dem Moment, wo ich das zeigen will, hier in die Ecke. Los, kusch, ab mit dir. Auch die andere. Weg mit euch beiden. Ich muss ja was erledigen. Ich möchte dafür keine Zuschauer haben. Ab mit euch. Also wenn ihr nicht erwischt werden wollt, dann müsst ihr halt einen Moment warten. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man die umbringen kann. Das wird mir jetzt so nämlich nicht angezeigt. So, aber so haben wir das auf jeden Fall ohne
Kopfgeld gemacht. So funktioniert es, wenn ihr ein bisschen wartet. Dann würde ich sagen, dass ich dann einmal hier rausporte und direkt hier unten hin porte, wo wir das Rätsel des Mondes lösen müssen. Da sehen wir uns dann gleich sofort wieder. So, vom Wegschrein aus brauchen wir uns im Prinzip nur umzudrehen. Und das ist dann die Sache mit den Blumen. Ihr seht die schon oben markiert. Es ist wirklich... Ja, es ist wirklich blöd. Im Moment, ich will es jetzt noch nicht so laut sagen, im Moment haben wir noch einen kleinen Vorteil, den ich euch gleich nennen werde. Ja, jetzt kommt doch alle hier rumgelaufen. Nehmen sie auch. Du stehst direkt davor. So, ich glaube, da oben war noch einer. Nee, nicht da. Nein, komm. Warum muss mir das immer passieren? Immer bei solchen Dingen, wo man auf Zeit was machen muss. Also nicht auf Zeit, aber sollten andere Spieler kommen, wie gesagt, die nehmen einen dann die Blumen weg. Und das finde ich halt sehr blöd. Aber ihr habt gesehen, die sind markiert. Ihr braucht insgesamt 4 Stück davon. Und 2 Rätsel haben wir damit schon gelöst. Und ich werde jetzt mal eben nach oben porten. Und dann sehen wir uns gleich wieder an einer guten Farmstelle, wo wir dann die letzte Quest erledigen können. So, wir befinden uns gerade hier oben an der Stelle. Das ist ja nordöstlich vom Wegschrein Düne. Da wollte ich eigentlich nicht hin, aber ich habe gesehen, dass hier auch sehr viele Skorpione sind. Das heißt, die nehmen wir natürlich direkt mit und haben direkt schon mal eine Spur mitbekommen. Sehr schön. Dann hier hinten habe ich noch welche gesehen. Da sind direkt 3. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher, ob man diese Wespen auch dazu zählen kann. Das müsste ich mal kurz ausprobieren. Ja doch, die Wespen zählen auch dazu. Das heißt, ihr müsstet hier in der Gegend... Hallo? Hier in der Gegend einfach nur alles platt machen, was ja so ein bisschen räuberisch aussieht, sage ich mal. Da unten seht ihr schon wieder den nächsten Skorpion, beziehungsweise die nächsten Skorpione. Also einfach mal so ein bisschen grobflächig hier rumlaufen. Eigentlich gibt es in Schnittermarkt da ein paar richtig gute Punkte für. Sei es jetzt mit Skorpionen oder halt eben auch mit Wespen. Naja, und hier geht es dann schon los. Da sind dann auch die Tiger schon dazwischen, die, wie gesagt, auch dazu zählen. Ja, jetzt müssen wir noch zum Flügel des Drachen zurückreisen. Das kann man jetzt zum Beispiel hier über die Hauptstadt machen. Ich mache mich mal eben auf den Weg dahin und dann sehen wir uns gleich dort wieder. Ja, und wir sind wieder da. Der Drache ist auf der rechten Seite. Springen wir hier einfach mal eben rüber. Und dann gehen wir hier rein. Hallo, Mrs. Drache. Ihr seid zurück. Echos eures Erfolgs eilen euch voraus. Das ist gut. Eure Entscheidungen, die Rätsel, deren Lösung ihr suchtet, waren sehr lehrreich. Sie gaben mir einen aufschlussreichen Blick in euren Verstand. Gut gemacht. Und jetzt zu einer wirklichen Herausforderung. Wenn ich dem Altar meine Macht geben soll, dann müsst ihr auch meine Gedanken verstehen. Wie stelle ich das an? Rätsel
sind eine Möglichkeit, die Denkweise einer anderen Kreatur zu erforschen. Ein Stein, der in das Becken der Gedanken geworfen wird. Das ist eure Aufgabe, die Herausforderung, die ich euch stelle. Werft einen Stein. Erschafft ein schlaues, hinterhältiges Rätsel, ganz allein für mich. Kann ich nicht lieber einfach den Stein werfen? Was für eine Art Rätsel? Ein scharfsinnig, unmögliches Rätsel. Eines, das ich nicht lösen kann. Und ja, das Rätsel muss eine Lösung haben. Ihr müsst verstehen, wie ich denke, damit ihr ein Rätsel erschaffen könnt, an dem ich scheitere. Wie kann ich verstehen, wie ihr denkt? Ich habe euch bereits Hinweise gegeben. Aber obgleich Ulfsild sich allein abmühte, tat sie dies aus freien Stücken. Und das sprach Bände. Ihr solltet euch an eure Ritterin wenden, euch mit der Krähe beratschlagen. Tut, was ihr tun müsst, um die Aufgabe zu erfüllen, die ich euch stelle. Dann werde ich mit Nalia und der Krähe sprechen. Versucht, mit euren Verbündeten an eurer Seite meinen Verstand zu verstehen. Erschafft ein Rätsel, das meine Denkweise überfordert. Dann ist der Erfolg euer. Könnt ihr mich ein wenig mehr anweisen bezüglich des Rätsels? Das kann ich natürlich, aber zu viel Anweisung und diese Übung würde zu einer ganz und gar akademischen verkommen. Meint ihr nicht? Inwiefern ist es eine Prüfung, sich ein Rätsel auszudenken? Wir alle beurteilen den Wert von Sterblichen auf unsere eigene Weise. Mich interessiert es nicht, ob ihr Narzissen stehlen oder Daedra erstechen könnt oder was auch immer den anderen wichtig ist. Rätsel sind eine Methode, eure Beherrschung des Verstandes zu beobachten. Das ist meine Domäne. Darf ich euch etwas fragen, um euch besser zu verstehen? Welche Form hat euer Verstand? Ich bin so gespannt. Durch das, was ihr einer Frage als würdig erachtet, werde ich hoffentlich mehr über euch erfahren. Ja, und da sind wir dann wieder bei den Sachen, die wir schon kennen. Das heißt, das werden wir jetzt nicht mehr machen. Was wir allerdings machen werden, ist erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir in der nächsten Folge, ja, quasi den Abschluss, wenn mich nicht alles täuscht, das große Rätsel, was ich den Drachen stellen soll. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.